Guten Morgen, guten Mittag oder wann auch immer ihr das Video guckt. Ja, willkommen zurück in Vicky's Kitchen, heute wieder mal zu einem Rezept. Heute gibt es aus der Kategorie Sweet Gains ein Low-Carb-Gericht, und zwar die Low-Carb-Waffeln. Ja, wie sie gemacht werden und was ich mir dazu noch so mache, kommt jetzt. Ihr braucht dazu gar nicht viel. Ihr bräuchtet für den Teig 2 Eier, um genau zu sein, ein Ei klar und ein Ei, ja, ein ganzes Ei. Dann braucht ihr zarte Haferflocken. Ich habe die jetzt sogar noch ein bisschen kleiner gemacht, was natürlich ideal wäre, wäre Haferflockenmehl. Für die Süße habe ich hier jetzt Ahornsirup. Ihr könnt natürlich auch Agavendicksaft oder Stevia benutzen. Dann braucht ihr noch einen Esslöffel für ein bisschen Wasser. Und Kokosöl zum Einfetten. Bei mir gibt es am Ende dann ein paar Heidelbeeren drauf, und was ich genau mit denen mache, seht ihr dann am Schluss. So Leute, es geht jetzt eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt einfach eure Haferflocken, rein damit. Ich tue da jetzt gleich am Anfang 3 Esslöffel Wasser dazu. Mal schauen, ob das am Ende dann auch ausreicht. Dann tue ich auch gleich den Ahornsirup dazu. Ja, dann das erste Eiweiß. Und eben ein ganzes Ei. Jetzt könnt ihr das Ganze einfach einmal hier verquirlen. Und ich mache da jetzt auch noch ein bisschen Backpulver dazu. Einfach so nach Gusto. Jawohl. So, dann nehmen wir einfach mal das Kokosöl zum Einfetten. Ihr könnt da natürlich auch einen Pinsel benutzen. Ich nehme hier meinen Stuart. Tunke den da ein bisschen ein. Ja, also das sollte echt richtig ordentlich eingefettet werden, sonst bleiben die nämlich hängen. Ist mir schon oft genug passiert. Während das Waffeleisen jetzt aufheizt, mache ich mir hier drüben noch einen Whey Chino, diesmal ein bisschen anders, mit Magermilchjoghurt, ja, mein Rockaway natürlich, die Mandelmilch ist am Start, dann kommt ein bisschen Kokosmus rein, stark entöltes Kakaopulver und natürlich der Espresso. So, das Waffeleisen ist jetzt fertig aufgeheizt. Jetzt könnt ihr da einfach, ich rühre das hier nochmal um, weil das ein bisschen schaumig geworden ist, dann könnt ihr da einfach eure, ja, Waffelmasse drauf geben. So, einmal. Zweimal das Ganze ein bisschen verteilen. Wenn ihr Haferflockenmehl benutzt, ist das Ganze ein bisschen einfacher, da das dann wirklich wie Waffelteig ist. Und zu. Nebenbei kann man sich die Beeren dann schon mal auf mittlerer Stufe, bei mir ist es Grad 6, erhitzen. So. Ihr müsst sie wirklich mit dem Haferflockenmehl machen oder euch die Haferflocken halt ganz klein schroten. Sonst funktioniert das, glaube ich, nicht so gut. Oder es liegt an der Menge an Öl, die ich benutzt habe. Ich kann es euch leider nicht sagen. Aber das, worauf es ankommt, sie schmecken echt gut. So Leute, ja, jetzt sind sie fertig, die Waffeln. Granola und Heidelbeeren sind drauf. Sie sind halt jetzt echt nicht die schönsten geworden, aber ich garantiere euch, die schmecken super lecker. Hier dann auch nochmal der Whey Chino. Wenn ihr ihn so macht, wie ich es jetzt gezeigt habe, wird er viel, viel schaumiger. Und dazu natürlich ein Grüntee und das Himalaya-Wasser. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Viel Spaß beim Nachmachen.